meine Lieben und herzlich willkommen zur astrologischen Tarotvorschau für den Monat Juli. Meine Lieben, das ist eigentlich das Video, das ich immer vor die Sternzeichen reinschneide, aber ich habe mir jetzt überlegt, ich mache das jetzt ab Juli so, dass ich das als extra Video hochlade und nicht mehr vor jede Sternzeichenlegung reinmache. So können sich das die Leute anschauen, die es interessiert, und die, die es nicht interessiert, können direkt mit ihrer Sternzeichenlegung starten. Genau, so, das sind alles rausgesuchte Karten, also hier ist nichts, das ist keine klassische Tarotlegung, es ist ein energetischer Wetterbericht über den Juli anhand der astrologischen Ereignisse. Und ich kann schon mal vorneweg sagen, es gibt auch ein bisschen Gewitter im Juli. Der Juli kann ein sehr intensiver, herausfordernder Monat sein, hat aber durchaus auch schöne Aspekte. Aber wir beginnen. So, also, wir starten in den Juli mit einer 10-tägigen Portaltagsserie. Vom 28. Juni bis zum 7. Juli haben wir Portaltage. Das bedeutet, das energetische Portal ist weiter geöffnet. Wir nehmen Energien stärker wahr. Die Ereignisse, die möglicherweise in dieser Zeit passieren, sind intensiver. Aber auch die Erkenntnisse oder der Zugang zu innerer Weisheit, zu unserer inneren Stimme, ist stärker und deutlicher. Und somit sind wir besser in der Lage, uns mit dem Universum zu verbinden und unsere Botschaften daraus zu ziehen oder Situationen einfach klarer wahrzunehmen als das, was sie sind. Dann am 3. Juli haben wir den Vollmond im Steinbock, das Ende einer schweren Phase. Ende, Zyklus schließt sich, Steinbock ist eine sehr karmische Energie, und das macht der Steinbock-Vollmond jedes Jahr. Er schließt den ersten Halbjahreszyklus mit all seinen Themen. Dazu habe ich euch bereits eine Legung hochgeladen, deswegen gehe ich da nicht mehr so genau drauf ein. Und das Gleiche gilt auch für den Neumond in Krebs. Auch dazu werdet ihr dann zur passenden Zeit eine extra Legung erhalten, deswegen auf die Monde gehe ich hier in dieser astrologischen Vorschau nicht ganz so intensiv ein. Dann haben wir am 10. Juli wechselt das Sternzeichen, der Planet Mars, der Planet der männlichen Energie, der Selbstbehauptung, des Handelns, der für unsere Taten verantwortlich ist, in das Sternzeichen Jungfrau. Und es ist eigentlich eine ganz gute Energie, denn Mars kommt aus Löwe. Löwe ist ausdrucksstark und leidenschaftlich und manchmal ein bisschen im Ego, aber ne, Löwe kommt so ungefiltert heraus. So, jetzt ist Mars im Sternzeichen Jungfrau, und das ist einfach eine Energie des überlegteren Handels, des reflektierteren Handels, des bewussteren Handelns auf jeden Fall. Na, wir sind uns klarer über das, was wir tun oder über das, was wir sagen, über das, was wir zum Ausdruck bringen, und auch wir sind nicht mehr ganz so schnell. Ne? So unser Handeln ist einfach überlegter. Das kann auch eine sehr pragmatische Energie sein, denn Jungfrau ist pragmatisch, sodass wir anfangen, erste konkrete Schritte in bestimmte Richtungen zu tun. Überlegtes Handeln, das ist eine gute Energie. Mars ist der Herrscherplanet von Widder. Das merken wir uns, denn darum wird es gleich noch ganz stark gehen. Einen Tag später, am 11. Juli, tritt Merkur, unser Kommunikationsplanet, in Sternzeichen Löwe ein. Löwe, habe ich euch gerade erzählt, ne, das ist dieses Ausdrucksstarke. Das heißt, dieses überlegtere Handeln bekommt eine ausdrucksstarke Kommunikation. Da kann es darum gehen, uns zu behaupten, für unseren Standpunkt einzustehen, uns was zu trauen, ne, wirklich zu sagen, das will ich jetzt und das mache ich jetzt und das bringe ich zum Ausdruck, das kommuniziere ich offen in die Welt hinaus. Ich teile jetzt meine Pläne mit, ne? meine konkreten Schritte, das, was ich jetzt tun werde. Wieder einen Tag später, am 12. Juli, tritt der Mondknoten vom Sternzeichen Stier in das Sternzeichen Widder ein. So, jetzt muss ich ein bisschen was zum Mondknoten erzählen. Wir haben den nördlichen Mondknoten und den südlichen Mondknoten. Diese beiden Sternzeichen stehen sich immer gegenüber. Das heißt, wenn der nördliche Mondknoten jetzt in das Sternzeichen Widder einzieht, wechselt automatisch der südliche von Skorpion in Waage. Mondknoten läuft immer rückläufig, der ändert auch nie seine Richtung. Also der geht immer im Rückwärtsgang durch alle Sternzeichen. Und dieser Mondknoten hält sich 1,5 Jahre in jedem Sternzeichen auf.
So, das sagt etwas darüber aus, was ist die Aufgabe dieser 1,5 Jahre. Genauso wie der Mondknoten in unserem Geburtshoroskop sagt, was ist die Aufgabe hier in dieser Inkarnation, sagt der laufende Mondknoten, was ist jetzt gerade unsere Aufgabe als Kollektiv und als Individuum. Und in Widder sagt er, es ist Selbstbehauptung. Es geht darum, wer du bist, was du willst, für dich einzustehen. Deine Träume, deine Pläne zu verwirklichen, du zu sein, deinen Seelenweg anzugehen und dich dadurch gegenüberliegend Waage, Beziehungen und Partnerschaften, dich von anderen zu lösen im Sinne von gesellschaftlichen Meinungen, bis dato aufgebaute Strukturen und Werte, aber auch Beziehungen. Es kann auch sein, dass in bestehenden Beziehungen einfach die Positionen verändert werden, ne? Dass man sagt, das bin ich jetzt und ich will wissen, wer du bist und dann schauen wir, wer wir sein können. Es geht darum, seine eigene Position in Situationen, Beziehungen zu finden und diese durchzusetzen. Widder ist eine starke Energie. Ne? Deine Position durchzusetzen und der Mensch zu sein, der du bist oder der du sein willst. Unabhängig davon, was deine Eltern sagen, was dein Partner sagt, was die Gesellschaft sagt, whatever. Ne? So. Es geht darum, uns aus Abhängigkeitsverhältnissen zu lösen. Und das kann so vieles betreffen, wirklich. Ne? Das kann berufliche Selbstständigkeit aus dem System ausbrechen, etwas durchsetzen, einen Traum verwirklichen, alles. Ne? So, große, große Energie. Und das startet jetzt im Juli. Also, die nächsten 1,5 Jahre wird es darum gehen, herauszufinden, wer wir sind und wer wir sein wollen und wie wir das erreichen. Ne? Wie wir diese Ziele, die wir uns setzen, erreichen. Und das ist eine sehr, sehr starke Energie, die uns da beschäftigen wird. Wir haben hier die Widder-Energie und ne, Mars in der Jungfrau. Also es wird sehr stark betont, wie sieht die Realisierung aus von diesem Leben, das sich nach meinem Leben anfühlt. Dann haben wir am 17. Juli den Neumond im Krebs. Sicherheit für dich und deine Liebsten. Ich habe mich da gerade schon mal ein bisschen eingelesen. Und da geht es vor allem auch um die emotionale Auseinandersetzung mit den Dingen, die im Außen stattfinden. Es kann eine krisenreiche Zeit sein, weil wir einfach sehr viele karmische Zyklen schließen im Juli. Also der Juli ist oft eine bisschen bipolare Energie durch das Sternzeichen Krebs. Ne? So, da können Dinge passieren, die uns total in die Höhe bringen. Da können Dinge passieren, die uns nicht ganz so in die Höhe bringen. Ne? Es ist immer viel los im Juli, das will ich sagen. So, dann haben wir am 23. Juli einen weiteren Höhepunkt dieses Monats. Zum einen tritt die Sonne in Sternzeichen Löwe ein, die Löwezeit beginnt. Dann haben wir Venus, unser Liebesplanet, das Gegenteil von Mars, das im Sternzeichen Löwe rückläufig wird. Und das ist, ne, rückläufig ist wieder diese Rückschau. So, das ist jetzt ein ganz besonderer Transit, denn Venus ist super lange im Sternzeichen Löwe. Seit 5. Juni steht sie im Sternzeichen Löwe, ist da jetzt leidenschaftlich, impulsiv, stark nach vorwärts gegangen in ihren Beziehungen mit sich selbst. Venus hat auch immer sehr viel mit Selbstliebe zu tun, ne? In seine eigene Kraft zu finden und so. Und jetzt wird sie rückläufig bis September. Und sie lässt uns so Revue passieren. Sie lässt uns so Revue passieren, was ist im Juni und in der ersten Monatshälfte von Juli passiert. Wie habe ich mich gezeigt? Habe ich mich in meiner Kraft befunden? Habe ich aus dem Ego heraus gehandelt? Wer bin ich eigentlich? Ne? So dieses selbstbewusste Handeln, einfach nochmal ganz krasse Erkenntnisse darüber ziehen, denn am gleichen Tag wird auch Chiron in Widder, ne? Schon wieder Widder-Energie. Rückläufig. Chiron ist uns da, wo unsere Urwunde sitzt, unser Wounded Healer. Also, Venus hat in ihren Beziehungen oder in ihrem Thema mit Liebe in den letzten 6 Wochen Erfahrungen gemacht. Intensive, leidenschaftliche, impulsive, krasse Erfahrungen. Und jetzt geht es darum, diese Erfahrungen
zu reflektieren und zu erkennen, wo ist meine Urwunde? Wo habe ich impulsiv reagiert? Wo habe ich mich von einer Leidenschaft führen lassen? Wo ist irgendeine Urwunde, die sich in dieser Zeitperiode gezeigt hat, mit der ich mich jetzt nochmal bewusst auseinandersetzen soll, weil ich dann, wenn Venus wieder direktläufig wird, ne, nach der Rückläufigkeit in Löwe, nämlich von 9. September, von 4. September bis 9. Oktober, eine zweite Chance zu bekommen. Also das ist so, wir haben so einen Déjà-vu-Effekt hier. Wir haben eine Erfahrung, die reflektiert werden möchte, um sie dann nochmal zu gestalten, aber mit den Erkenntnissen, die wir aus dieser Reflexionsphase mitnehmen konnten. Also das ist ein, das Universum sagt, zweite Chance oder Déjà-vu oder dieses Mal anders. Ne? So, don't do it again like the first time. Dieses Mal machst du es selbstbewusster, selbstbestimmter, ohne die Urwunde. Oder du bist dir deiner Urwunde bewusst und kannst deswegen reflektierter handeln. Also das hängt alles zusammen. Dann am 28. Juli tritt Merkur, unser Kommunikationsplanet, in das Sternzeichen Jungfrau ein. Und das hat so ein bisschen den gleichen Effekt wie Mars vom Löwe in Jungfrau. Das lässt uns diese Gespräche, diese Kommunikation, diesen Austausch, diese ganzen Informationen, die wir während Merkur in Löwe erhalten haben, reflektieren, verstehen. Ne, da ist einfach Wissen draus zu generieren, da werden Entscheidungsgrundlagen geschaffen. Ne? So, die Puzzleteile werden zusammengesetzt. Und meine Lieben, das ist so ein bisschen der astrologische Wetterbericht für den Juli. Es kann eine krisenreiche Zeit sein, weil der Herrscher kann auch das Universum sein. Auch das Universum kann Dinge jetzt durchsetzen. Ne? So, kann für Turmomente sorgen, kann dafür sorgen, dass du gezwungen bist, Dinge entweder aus einer anderen Perspektive zu betrachten oder neue Wege einzuschlagen oder irgendetwas zu tun. Ne? Also wie gesagt, es ist auch eine spannungsgeladene Zeit, das will ich sagen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, das war hilfreich für euch. Bis bald. Tschüss.